Hauptmann war auf alles vorbereitet. Bereits an Bord verzollt erwarteten Englands begehrtesten Exportartikel bayerische Spezialitäten als Gastgeschenk. Jeder hatte ausreichend Gelegenheit, die ersten mühevollen Schritte auf deutschem Boden festzuhalten. Und wen es danach drängte, der durfte Joan, Ringo, George und Paul wirklich nahe sein. Nur ein Vorgeschmack auf die Fan-Ovationen. Erst als die englischen Krakeelbazillen in die Innenstadt eingeschleppt worden waren, hielten sie, was man befürchtet hatte. Kurzes, aber heftiges Beatle-Fieber brach aus. Münchens Ordnungshüter, seit Schwabinger Krawallnächten um guten Ruf besorgt, schalteten auf weiche Welle. Polizeipsychologe Dr. Umbach erklärte das Schreihalsphänomen. Was bewirkt überhaupt diese unheimliche Stimmung und dieses Kreischen und Pfeifen bei diesen Beatle-Anhängern? Ich glaube, wir müssen da drei Gruppen von Jugendlichen unterscheiden. Zunächst einmal die, die hingehen und nur kreischen und pfeifen, das dürften weitgehend die Mädchen sein und einfach schlicht begeisterte Beatle-Fans. Dann solche, die die ganze Zeit vor sich hin twisten und ihrer großen Begeisterung durch Körperbewegungen Ausdruck geben. Und schließlich eine letzte und sehr kleine Gruppe von solchen, die diese ganze Situation zum Anlass nehmen, aus der Rolle zu fallen, irgendetwas kaputt zu machen, zu zerstören. Im Übrigen nun jedoch, diese Mädchen, die da schreien und johlen und die anderen, die da vor sich hin twisten, das sind mehr oder weniger harmlose Fans, für die diese Beatle-Begeisterung eine Übergangssituation in ihrem Leben ist, aus der sie irgendwann wieder herauskommen. 400 Beamte waren im Einsatz. Die Kosten der 44-stündigen Beatle-Wache sind noch nicht errechnet. Sicher gering im Vergleich zum Honorar für die struppigen vier. Auf der Pressekonferenz fragten wir George Harrison, was verdienen Sie bei einem Auftritt? I don't know. Ask our manager. So ist man auf Gerüchte angewiesen, die von 11.000 Mark pro Minute sprechen. 2.250 Mark für jeden Pilzkopf in 60 Sekunden. Die Preise der Eintrittskarten jedenfalls waren hoch genug. Trotzdem blühte der schwarze Markt. In München auch mit Blüten. Etwa 40 Besucher waren auf die Fälschungen hereingefallen und verbrachten den Abend beim Polizeiverhör. 3000 Glücklichere aber waren dabei, beim ersten Auftritt der nicht mehr zu überbietenden Beatles.